Ja, hallo mein Lieben. Heute machen wir wieder einen neuen Test. Und zwar habe ich heute für euch mal den kleinen Bodenstaubsauger, beutellosen Bodenstaubsauger von Dirty Deville mitgebracht. Gut, es gibt da mittlerweile auch verschiedene Sorten von. Ich habe hier den Centrino und man kann das hier bequem abmachen. Man braucht bloß auf den Knopf drücken, dann geht der Dreck auch raus. So, im Grunde genommen gar nicht verkehrt. Er hat einen langen Saugschlauch, was ich sehr bequem fand. Aber jetzt zu seinem kleinen Mängelchen, was mir persönlich nicht so gefällt. Du kannst hier den Filter abmachen. Man sieht schon, wie viel hier dran hängt. Den habe ich letztens gerade sauber gemacht. Der ist jetzt eine Woche im Betrieb wieder. Es hängen Haare dran, es verfusselt. Ja? Und irgendwann reißt das denn hier so aus. Und wenn man dann mal ehrlich ist und man macht ihn sauber, dann klopft das aus. Man sieht aus, man atmet den ganzen Staub ein. So sah er vorher mal aus. Ja, das kann man sich kaum vorstellen, dass das dasselbe Gerät ist. Außerdem kannst du es bequem abwaschen. Das funktioniert auch ganz gut. Gut von der Saugkraft. Man kriegt seine Wohnung auch sauber. Ich denke mal heutzutage, man kriegt mit jeder Staubsaugermaschine seine Wohnung sauber. Aber die Frage ist, wie lange will ich mir Zeit lassen? Wie lange will ich dran sitzen? 10-mal über denselben Fleck? Habe ich gar keine Lust zu, habe ich gar keine Zeit zu. Ne? Und um das Ganze sich einfach zu machen, um schnell seine Wohnung sauber zu haben, gibt es eigentlich echt wesentlich bessere Staubsauger. Und ich habe auch für euch mal den Test gemacht. Guckt einfach mal auf meine anderen Videos. Abonniert mich, wäre total super. Mein Kanal. Ich teste immer wieder meinen neuen Staubsauger. Ich habe Leute von Vorwerk an der Hand. Ich habe aber auch welche, die mit gebrauchten Vorwerk-Staubsaugern handeln. Und ich habe jetzt einen ganz tollen neuen Staubsauger entdeckt, der wird euch umhauen. Wie gesagt, schaut meine Tests rein. Wenn ihr mehr wissen wollt über mich, klickt einfach auf sorgenlosteam.de, schaut mal meinen Blog nach. Ganz oben rechts könnt ihr den Gratis-Support anfordern, würde mich freuen. Könnt ihr euch einfach eintragen, dann seid ihr mit mir vernetzt und könnt jederzeit mich mal auch anschreiben, wenn ihr was wissen wollt, von meinen Videos, wie man was macht, wo man was herkriegt. Ja, ich werde euch, wie gesagt, die Tricks und Tipps und Trips verraten, wo man im Endeffekt kostengünstig was herbekommt. Hab mich gefreut. Viel Spaß beim Saugen, beim Saubermachen. Wünsche euch, euer Rico. Tschüss.